Hey ho! Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Reihe Reingeschmeckt. In dieser Reihe werde ich Fertigmenüs probieren. Damit es nicht zu langweilig wird, werde ich versuchen, jedes Mal auf eine andere Art und Weise zu bereiten. Schweres Wort. Ja, wem diese Videos nicht gefallen, der soll einfach gleich von Anfang an wegschalten, wenn es heißt Reingeschmeckt. Anfangen tue ich diese Extra-Serie, wird übrigens bei 1 starten, ja, mit Express-Menüs von www.sicherstadt. Ja, fangen wir mit den Videos an. Hallo meine Lieben zu Reingeschmeckt Number One, also der erste Teil. Ich habe vom Jaromir von www.sicherstadt.de ein paar Menüs zugeschickt bekommen. Der hat mich ganz einfach gefragt, ob ich die mal probieren möchte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Mein ganzer Lohn ist hoffentlich ein lecker gefüllter Bauch. Mehr habe ich davon nicht. Aber das ist mir schon Lohn genug. Gut, jetzt schauen wir mal hier runter, was ich alles für Menüs habe. Und ja, das erste habe ich ja schon ausgewählt. Hier runter. Das sind jetzt die ersten, was ich bekommen habe. Wenn ich mich nicht ganz zu blöd anstelle mit den Videos, kriege ich bestimmt noch ein paar zum Austesten. Anfangen tun wir heute mit den Cassoulet. Das ist ein gesundes und eiweißreiches Gericht vom Feinsten. Gebackene Hähnchenkeule in einer Mischung von weißen Bohnen, feiner Wurst und Wurzelgemüse. Ja, diese Gerichte, ist dazu zu sagen, sind komplett ohne Konservierungsstoffe gemacht, Zusatzstoffe etc. pp. Eine tschechische Firma war es, glaube ich. So ein kleiner Familienbetrieb, die machen die. Die Menüs haben zwar ein Haltbarkeitsdatum angegeben. Hier ist jetzt das 15.07. Kann man sich auswählen. Also der 15.07.2022 angegeben. Sollen aber insgesamt mindestens 7 Jahre haltbar sein. Also kein typisches Dosenfutter. Was habe ich hier noch? Rinderrouladen als Beilagen. Salzkartoffeln, Reis gedünstet, ist auch Beilage. Paprikahähnchen. Tja, und das sieht irgendwie nach Rindfleisch aus. Ich kann es jetzt so leider nicht lesen, aber ja, die Zubereitung steht in Deutsch drauf. Ja, wir werden es dann noch im Internet nachgucken. Ich werde die ganze Geschichte von www.sicherstadt unten drunter verlinken. Schaut da unbedingt rein. Die haben da noch einen schönen Bericht mit drin stehen. Von eben dieser Firma, wo diese Express-Menüs hergestellt werden. Reingucken, nachlesen. Um es eben nicht ganz zu langweilig zu machen und zu einfach, werde ich gucken, dass ich jedes Menü etwas anders erwärme. Zubereiten muss ich ja nichts mehr, ich muss es ja eigentlich nur noch erwärmen. Aber da lasst euch überraschen. Auf alle Fälle, eins kann ich verraten, ich habe am Dachboden noch Gerätschaften. Die waren schon seit ja, locker 15 Jahren nicht mehr in Einsatz. Auch die werde ich runterholen und dazu verwenden. Heute, Schatz, was nehmen wir heute hierzu? Sie zuckt mit den Schultern. Dutch Oven, oder? Dutch Oven. Also das Menü hätte sich jetzt angeboten, einfach in der Schale warm zu machen. Aus der kann ich es dann gleich rauslöffeln. Und hallo, du bist noch nicht alleine. Das kannst du alles alleine essen, wenn ich auf Reha bin. Ja, gucken wir mal. Dann sehen wir schon, wie das jetzt erwärmt. Anbieten würde sich den Inhalt in einen Topf umfüllen und 5 Minuten lang
langsam erhitzen, gelegentlich umrühren oder in einer Mikrowelle. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch den kompletten Beutel für 10 Minuten in kochende Wasser legen. Ja, mach Sous-Vide. Sous-Vide. kochendes Wasser. Wie weit nicht Sous-Vide. Wie viel Grad bringst du bei Sous-Vide hin? Oh, gute Frage, nächste Frage. Ich glaube 95. Reicht doch. Nee, Sous-Vide mache ich das jetzt nicht. Okay. Fang mal an. Ich guck mal jetzt, wo ich das drauf mache. So, Freunde, ich habe mich entschieden. Ich nehme heute den Ecosom Raketenofen und einen einfachen Topf, einen Kochlöffel, und da wird es einfach ja, reingekippt und aufgewärmt. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das wirklich so lecker schmeckt, wie mir versprochen wurde. Zünden wir einfach mal den Raketenofen an, lassen ein bisschen durchziehen und dann können wir schon unser Express-Menü da reinschmeißen. Den hier hatte ich ja damals auch von Sicherstadt bekommen. Also wie gesagt, Leute, schaut es einfach mal rein. Ich verlinke das unten drunter und macht euch noch selber komplettes Bild davon. Also was sie da so schreiben, es hört sich wirklich sehr vielversprechend an. Gut, ich weiß, mit Barbecue und so hat es ja jetzt relativ wenig zu tun. Aber mein Gott, Hauptsache der Magen ist gefüllt. Und es könnte noch sehr lustig werden. Ja, Freunde, wer mich kennt, der weiß, dass ich mir schon ab und zu gern mal auch eine Dose aufmache, wenn ich einfach mal wieder zu faul bin, irgendwas anderes zu machen oder mein Schatz nicht da ist. Und ja, demnächst ist sie auf Kur wegen ihrer Schulter. Und da kommen die Dinger doch optimal gelegen. Gut. Ja, langsam erhitzen ist gut. Dann stellen wir den Topf gleich einmal drauf. Und wir gucken jetzt gemeinsam in den Beutel rein. Hier sind Laschen dran zum Einreißen. Ich hoffe, das funktioniert sogar hervorragend. Tja. So sieht das Ganze aus und oh, hey, das riecht lecker. Ab in den Topf. Also es steht, glaube ich, drauf irgendwas mit zwei Portionen. Das ist ja eine Portion von hohen Zahn, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, so Dosen und so kann ich wirklich alleine aufessen immer gleich. So, so bin ich halt nun mal. Gut. Schaut's mal her. Da sind sogar richtig schöne Hähnchenbrocken drin. Am Knochen. Okay. Das wäre vielleicht doch ein Gericht gewesen fürs Wasserbad. Aber jetzt haben wir es hier drin. Oh, machen das. Zwei Hähnchenkeulen sind drin. Die esse ich einfach alleine auf. Jo, lassen wir es mal warm werden. Aber schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Muss aufpassen, dass uns da nichts ankohlt. Der Raketenofen macht jetzt schon wieder eine Utz-Hitze. Das ist noch nicht einmal komplett durchgeglüht.
So, Freunde, ich denke, das Essen sollte jetzt soweit warm sein. Und bevor man das jetzt, wirklich noch hier in dem Topf ankokelt, nehme ich es runter, tu es mal auf den Teller und tu essen. So. So. Sieht aus wie ein Essen, nicht wie eigentlich mal an Dosenfraß gewöhnt ist. Und riechen tut es auch ganz lecker. Und das Ganze probieren wir jetzt erst einmal. Ach, das ist die Wurst. Okay. Erinnert mich schon mal nicht an Dosenfutterwurst. Definitiv nicht. Ja, Temperatur hat schon. Und das Hähnchen ist auch wirklich noch, wie ein Hähnchen sein soll. Richtig lecker. Und jetzt kann ich von meiner Hose auch noch essen. Also das erste Menü. Von Expressmenü, was da Sicherstadt anbietet. Daumen nach oben. Sehr lecker. Wirklich lecker. Doch, ich bin wirklich begeistert. Gut, Freunde. Schatzi, Schatzi, komm mal her. Ja. Kommen Sie mal hier. Andersrum, hinter der Cam, hinter der Cam. Ich habe dir hier gleich mal eine Gabel voll gespickt. What is los? Dann lassen wir uns vom Schatzi auch noch ein Fazit dazu geben. Probier das mal. Also für dich wäre noch genügend da. Schmeckt gar nicht wie das typische Dosenessen, gell? Nee. Also dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, wenn ich auf Reha gehe, dass du verhungerst. Nein, bestimmt nicht. Schade. Die ist wieder zu gut für, zu mir. Schmeckt lecker. Schmeckt lecker, gell? Mhm. Sehr gut. Da bin ich ja auf das nächste Menü gespannt, was ich probiere. Und ich bin jetzt nicht der Fertigfraß-Fan. Ja, ich ab und zu, ich oute mich als Dosenfresser. Hm? Was ist denn das? Das da? Das ist Wurst. Die schmeckt sogar lecker. Mhm. Schmeckt lecker. Nicht nach der Fertig. Also. Den Schatzi-Test hat das Essen auch bestanden. Doppeldaumen hoch. Ja. Leute, das war's mit dem ersten Teil von Reingeschmeckt. Und ja, schauen wir mal, wann wir das nächste Menü machen. Und was wir da machen. Leute, wir sehen uns. Ciao. Das schmeckt richtig geil. Das schmeckt gut. Das schmeckt echt gut. Oh.